und herzlich willkommen zu Final Fantasy. Was macht er hier? Unser Vorarbeiter. Dasselbe wie vorhin. Weil wir müssen erstmal. Die. Genau, da runter. Die. Ganz anderen Mokus finden. Das heißt, wir müssen erstmal zum Tor. Und vom Tor aus können wir dann die ganzen Mokus suchen. Ich hoffe mal, das wird auch angezeigt, wo wir das suchen müssen. So. Also los. Mal schön drauf, hat er ein Bart. Das hier witzig. Also gut. Da lang. So, hier runter und dann nach rechts. Kürbisköpfe. Okay, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Truhe. Dass sie einfach so rumstehen hier, die Truhen, ne? Hier rum. Dann geht's hier lang. Die nehmen wir auch noch mit. Zwei Kürbisköpfe. Gemacht. Hier müssten wir eigentlich dann das Tor sehen. Genau, da drüben bauen sie schon. Da oben ist nichts. Sehr schön. Den wollen wir reden. So, die Reparaturen am Tor werden eure Geduld doch auf eine harte Probe stellen. 9 meiner Schüler sind nicht aus dem Salikawa-Wald zurückgekehrt. Denen würde es natürlich viel schneller gehen. Okay. Jetzt heißt's. Ach, ich lasse es einfach so. Das ist eine ganz schöne Konstellation. Und da haben wir da schon 1, 2, 3, 4. Ach, sind 4 Orte, okay. 4 Orte. Und 9 Mokris. Okay. Gut, dass es angezeigt wird, ist ja jetzt kein so großes Problem, die zu finden. Wir fangen ganz unten an bei dem blauen Kristall. Arbeiten uns dann nach oben. Das ist auch nur so eine Sache von, wir laufen halt hin und her, ne? Könnten natürlich auch die hier gleich mitnehmen, ne? Wir müssen ja eh in die Richtung. Jetzt machen wir die zwei hier platt. Was war das hier? Ein Hase. Den wollte ich eigentlich jetzt gar nicht.
Naja, gut. Das erste Haus. Ja, genau. So, die ruhen sich da aus, weil sie fleißig sind. Der Meister sucht euch schon. Ja, dann geht mal schön los. Noch 7 andere, okay. Baumhaus. Mal reingehen kann man nicht, ne? Ja. Also gut, dann wollen wir. Da weiterlaufen. Zu dem blauen Kristall. Ja. Um Toxin zu heilen? Und alle Heilmittel und sowas? Was wir auch haben. Naja. Ah, Toxin, natürlich. Wir suchen die nächsten Mokris hier unten. Da sind wir noch verwirrt. Ja, das hat er schon mal erzählt, ne? Ich soll mit ihm reden, wenn die Arbeiten fertig sind. Docken 3. Die tüchtigen Mokris, die machen jetzt eine Pause. Aber gut, die müssen jetzt auch los. 4 sind noch übrig, ja, das weiß ich. Also gut. Die letzten Mokris, haben wir gerade groß. Die sitzen da oben. Also dann nach der Brücke links. Ja, also jetzt auch mal so ein bisschen Abwechslung, mal ein kleines Suchspiel. Nicht immer nur irgendwelche Drachen in irgendwelchen Wäldern killen oder in Minen. Noch keine Mobjagd. Einfach mal ein bisschen durch den Salika-Wald laufen. Und ja, Mokris suchen. Ich habe mal genug Action mit dem Bomber gehabt. Wie viel Geld haben wir? 29.000, na gut. So, da geht's runter. Dann geht's da hoch und dann sind wir schon da. Ich hoffe nicht, dass ich dann den ganzen Weg hinlaufen muss wieder. So dass eine Sequenz kommt. Ja, nicht unbedingt der beste Ort zum Leveln hier im Salika Wald. So. Wir müssen. Zwei Hütten, ne? Da noch 4 übrig sind, hocken wohl in jede Hütte 2 Stück. Der Baumhaus, ist ja egal.
Genau, ja, Ruhepause. Los, weiter geht's. Ich denke, die machen eine wohlverdiente Pause und sagen sie, sie drücken sich vor der Arbeit. Naja. Okay. Ja, dann tun wir das Tor schnellstens reparieren. Wollt ihr mitkommen? Na klar. Müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg alleine laufen. So, die Reparaturbeine waren ein Klacks. Super. Jetzt gehen wir mit einem sprechen oder was? In Bälde brechen wir auf, um uns der Windmühlen der Zerobi-Stippe anzunehmen. Danach feiern wir in Balfenheim unseren grandiosen Erfolg. Also Zerobi-Steppe und Balfenheim, da war ich nicht. Aus Vorarlberger. Okay. Die Ruine. Nabudis Baustelle, okay. Zerobi-Steppe. Okay. Ivalis. So die ganze. Na, also gut, was sagst du dazu, Meister? Ein bescheidenes Geschenk, eine Schärpe. Schärpe ist gut. Hier beginnt die Fohnküste, ein traumhaftes Gestade. Okay. Naja dann. Wir wollen ja natürlich Richtung Fohnküste, hoffentlich gibt es da einen Speicherpunkt. Ja gut, geben tut es den schon, nur wo halt, ne? Und zwar. Naja, die Fohnküste. Hier gibt es sogar mehrere. It would seem we made the right choice. If we'd taken the easy way and come by airship, one of those patrols would no doubt have been quick to roll out the red carpet. We're on the Empire's doorstep now, so we shouldn't have to worry quite so much. But that's no excuse to get sloppy. It is still a long road to the capital. So, wir können hier speichern. Das mache ich jetzt nämlich auch und dann schauen wir uns das noch ein bisschen an, die Gegend. Was man hier sagen muss, wir hatten ja die. Geht ja um die Doxa-Lanze, um die Kisten, die nicht aufgemacht werden dürfen. Jetzt haben wir natürlich die beim. In, ja, wie hieß der Typ? Naja, in der Unterstadt. Die Kiste haben wir dann aufgemacht. Dann die in der Küche im Palast, die haben wir auch nicht aufgemacht. Und hier ist die dritte und letzte Kiste, oder der dritte und letzte Ort, wo man die Kiste nicht aufmachen sollte. Und das sind zwar, ja, ist so ein Abschnitt, da stehen 16 Stück. Von den 16 Stück dürfen, glaube ich, 3 Stück nicht aufgemacht werden. Deswegen lassen wir sie am besten alle in Ruhe. Wobei man könnte natürlich nachschauen, welches genau ist. Aber, nein, lassen wir mal schlafen. Das muss dann, glaube ich, auch nicht sein. So.
Ich jetzt auch schon mal hier ein bisschen Level. Pilz. Vogel. Wölfe und Vögel. Also los. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Trifft jetzt keiner oder was? Wieso treffen wir den nicht? Oh, hab ich jetzt ausgeschaltet mit einem Dings, mit den fliegenden Gegnern? Das hat der keine fliegende Gegner. Der ist bei allen an. Außer bei ihm. Wieso ist es bei ihm nicht? Sehr seltsam. Unglaublich. Puh. Schwierig, ne? Der pariert die halt nicht, oder die ganzen Schläge, das ist schon ganz schön bitter. Pyrolisk. Halt, wir haben ja. So viel besser. Sehr schön. Da scheint es jetzt außer Vögel und Wölfe nicht viel zu geben. Doch da ein Fisch. Ein Piranha. Also gucken wir mal, wie stark der ist. Geht so. Ne? Der hat's auf jeden Fall drauf. Laufen. Was da noch so ist da hinten. Das Lager kommt auf jeden Fall von den Typen. Ah, eine Kröte. Schmelker. Kennen wir noch aus dem achten Teil. Die Schmelkers. Zwei ja, Statuen, die zum Leben erweckt wurden bei der Parade. Wir sind hier, ja, ich habe keine Karte von daher. Wir müssen mal so rumlaufen. Ein Wolf, aber hier kann man auf jeden Fall leveln. Die sind alle nicht gerade schwach. Und 500 EP für einen Wolf ist natürlich auch ein Wort. Die kann man aufmachen. Die Stelle mit den Kisten, die ist dann weiter vorne. So, Level up. Okay.
Das ist aber ganz schön gepanzert, das Vieh. Sehr cool. Auch ein Haufen EP, ne? Also hier sollten wir auf jeden Fall ein bisschen bleiben. Und laufen wir hier weiter. Das ist ja alles dasselbe hier unten, ne? Jetzt hier links oder rechts abbiegen. So. Mit den Vogel da angreifen, ob der genauso scheiße ist. Irgendwie haben es die Vögel nicht, ne? Ah, viel besser. In der Stangenwaffe. Ein Federlatz. Da unten sieht es aus, als wäre da das Lager. Komm schon, wir laufen nochmal vorbei. Also gehen wir hier mal in ein Blatt. Der folgt uns auch, ne? Furchtbar. Kann ich ja nicht wegrennen brauchen, ne? So, ganz schön. So. So, die ganzen Viecher noch, egal. Dann laufen wir hier weiter. Ja, da müsste ich einfach mal auf die Karte gucken, ne? Das ist aber halt ziemlich 1, 2, 3, 4, 5. Also gut. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung irgendwie. Genau, da lang geht's. Irgendwann sind wir hier richtig. Ja, und hier ist das Lager. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch den. Okay. Why the capital? The Nethesite.
I must destroy it. Are you sure? You don't want it for yourself? Use its power to restore Dalmasca? Something like that? The best intentions invite the worst kind of trouble. Lusting for ever greater power. Blinded by the Nethesite. Is that how you see me? That does sound like someone I know. He was obsessed with Nethesite. It was all he cared about. Come over here. He'd babble nonsense, hey! Blind to aught but the Watch stone's it. Power. Like I said, he'd talk about some Enna, or was it Vena? No matter. Thank you. Everything he did to get closer to the Nethesite, to understand it. He made airships, weapons. He even made me a judge. You're a judge? Part of a past I'd rather forget. It didn't last long. I ran. I left the judges and him. Sidolphus Demon Bonanza. Draclaw Laboratory's very own Dr. Sid. That's when he lost his heart to Nethesite. Lost himself. And I suppose that's when I lost my father. Don't follow in his footsteps. I ran away. I couldn't stand seeing him like that, a slave to the stone. So I ran, free at last. Funny I went for the Dusk Shard. How could I have known that it was Nethesite? And then, of course, I met you. All that running, and I got nowhere. It's time to end this. Cut my ties to the past. It's hard to leave the past behind, I know. Of convenience, a symbol of the alliance between Nebradia and Dalmasca. This is how they see our match. They do they? These roles we play. I must admit, I find it wearying. I will play mine. I would have no other. The choice is yours to make, but don't give your heart to a stone. You're too strong for that, Princess. I pray you're right, Balthier. So, Lager der Kupferdiebe kann man natürlich speichern. Und hier gibt es bestimmt massig zu tun. Na, was ist da drüben? Ist er? Der Richtung. Okay. Schön. Dann würde ich mal sagen. Ach, das kostet alles Geld, ne? Das Speichern kostet hier Geld, ne, glaube ich. Ich denke es fast schon. Nö, geht so. Passt sogar. Naja, wie auch immer. Wir machen im nächsten Teil weiter. Bis dann wünsche ich euch was. Macht's gut.